Ich würde sagen, ich nutze die Gelegenheit jetzt eigentlich mal. Ja, die USS Kitty Rainbow. Ja, ich nutze die Gelegenheit mal, um unsere, sag ich mal, angesprochenen Informationen und News loszuwerden, oder Suran? Ja, auf jeden Fall. Jo, Talchio. Ja, Talchio. Genau. Wir werden demnächst eine Filmcrew interviewen. Genau. Denn ja, vielleicht kennt das noch niemand. Ich hoffe, das wird schon jeder kennen. Und zwar gibt es ja eine neue Star Trek-Serie auf dem Markt, die Star Trek Columbia. Da gibt es schon aktuell 2 Folgen. Die letzte kam letzte Woche Sonntag, oder war es Samstag, raus? Sonntag, am 30. Ja. auf jeden Fall. Am 30. Und, sie war so episch. Und ja, wir dürfen dieses Filmteam interviewen. Und das ganze Interview wird stattfinden während eines Livestream-Termins. Das heißt, ich werde an diesem Tag, das wird der 18. September sein, das heißt also heute in 2 Wochen, wird um 20 Uhr das Interview mit der Crew von Star Trek Columbia stattfinden. Suran, Don und ich weiß gar nicht, Don ist auch dabei, oder? Ja. So ja, zumindest ist bis jetzt geplant. Ja. Und das Schöne daran ist, wir werden dieses Team nicht nur interviewen, sondern wir sind sogar bei der nächsten Folge dabei. Ja, zumindest ihr zwei. Man wird unsere Stimmen in der nächsten Folge von Star Trek Columbia hören. Ja. Wer wir dort sein werden, das könnt ihr dann dort in die Kommentare schreiben. Mal gucken, ob ihr uns raushört. Ja, genau. Also genau. Das wär cool, ne? Habt ihr uns erkannt? Wir werden natürlich jetzt nicht verraten, welche Rollen wir da spielen werden. Nein. Das ist ganz geheim. Sehr böser Spoiler. Aber wir freuen uns riesig drauf. Das wird sowas von gut werden. Ja. Ja, genial. Also merkt euch das, 18. September, heute in 2 Wochen, wird nicht um 19 Uhr wie gewohnt der Livestream starten, sondern um 20 Uhr findet dann das Interview mit der Crew von Star Trek Columbia statt. Genau. Und nachdem wir die ja auch schon im Teamspeak und so getroffen haben, also ich freue mich schon so dermaßen auf das Interview, weil die sind ja so geil drauf, die Jungs. Mhm. Und freue mich schon tierisch. Ja, okay. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es ja soweit geschafft und können die nächste Mission beginnen. Auf zum Atem. Jetzt sollen wir zum Wurmloch. Auf zum Atem. Rapier ist die Mission, ne? Ja, dann müsst ihr zum Wurmloch, nach DS9. Zum. Wisst ihr was, ich bin jetzt mal ganz faul. Faul ist doch, du tust das nicht transwarpen. Du bist jetzt mal ausnahmsweise faul. nein, ich will nicht in den Orios-Sektor. Mein Gott, das Schiff ist schon so wendig, ne? Macht dann so große Kreise. So, also ich bin dann bei DS9. Ich warte dann auf euch. Wohlbemerkt auch mit dem Interview. Wir wollen natürlich auch, dass ihr uns ein bisschen dabei unterstützt. Das heißt, ihr könnt uns natürlich Nachrichten schreiben. Vielleicht habt ihr Fragen an das Columbia-Team. Vielleicht kennt ihr die Serie und habt da einen Haufen offene Fragen. Die werden wir dann auch dort in dem Interview dann stellen und hoffentlich auch beantwortet kriegen. Deswegen schickt uns Fragen, die wir dort stellen können. Hallo? Ja, hallo? Achso, jetzt gehört, ich stelle jetzt keine Frage. Ich dachte, das käme jetzt noch was. Nee, jetzt nicht. Das war jetzt nur so ruhig plötzlich. Aber natürlich könnt ihr dann auch im Livestream die Fragen stellen. Aber es gibt ja vielleicht Leute, die Fragen haben, die den Livestream nicht gucken können. Vielleicht wegen Bandbreite oder so weiter. Deswegen einfach schicken und wir werden das dann ansprechen. M98A sagt, Timeras hat bestimmt wieder 5 verschiedene Stimmen gesprochen. Nein. Ich habe eine Rolle. Der Bambi hat übrigens auch geschrieben. Ja. Der Bambi hat übrigens geschrieben, man kann noch so schlechte Laune haben. Ein paar Minuten Livestream mit euch und die Sonne scheint wieder. Ja. Woher es so scheint, soll mir zwar jetzt nicht sagen, aber sie scheint. So, ich fliege jetzt in das Wurmloch rein. Das Einzige, was man beim Acker hört, sind die Bierflaschen, ey. Das war ein Glas und das war mein Aschenbecher. Ich hab nicht mal Bierflaschen hier, leider. Aha. So. Timeras, du bist im Bio-System? Du bist in der. Ihr seid schon im Wurmloch. Ich bin schon im Wurmloch, genau. Oh ja, dann geh ich auch mal rein. Dann alle ins Wurmloch. Ja. Ihr habt noch gerade mein tolles Schiff gefunden. Wurmloch. Aga, falls du noch nicht gesehen hast, wir sind jetzt mittlerweile zu dritt mit dem Schiff. Ja, ich weiß, aber mein Schiff ist special. Es ist die USS Kitty Rainbow special. Und die ist pink. Pink? Pink. It's big. Ich hab jetzt auch mal direkt live mein Schiff umdesignt. Okay. Wo sind sie denn? Da fehlt noch einer. Gerade am Rheinbau. Toll, jetzt haben wir hier eine ganze Staffel Excelsior. Ja, Arbeitsschiffe. So, erstmal vorlesen? Texte lesen, bevor wir vor loslegen. Ja, wer möchte denn lesen? Dann stehen, stopp. Ich lese vor. Stopp. Pfui, aus. Ich stehe da schon.
Die Sternflotte hat ein Notsignal von der USS Rapier entdeckt. Wir haben einen Kurs auf den Ursprung des Signals gesetzt. Es scheint aus dem Wurmloch zu kommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Schiff im Wurmloch verschwunden ist, Sir. Aber wir wollen nicht, dass das nächste Schiff sein, das verloren geht. Der Führungsstab von Deep Space Nine hat vorgeschlagen, dass wir dem Fluss des Wurmlochs folgen. Das hilft uns, auf Kurs zu bleiben. Ja gut, viel nach rechts oder links kommt man eh nicht, ne? Ja. Doch, ja, aber links und rechts. Ich empfehle, während unseres Durchfluges die Anomalien zu scannen. Eine von ihnen könnte das Echo der Warp-Signatur der Rapier gespeichert haben. Was? Anomalien, die speichern können? Okay. Jemadar-Schiffe, sollten wir auf roten Alarm gehen? Natürlich. Ja, ja, roter Alarm, auf geht's. Vor allem, das Laden sind nicht sichern, feuern, Waffen, Das sind USB-Speicher-Anomalien. Ja. Ist doch cool. Mal schauen, brennen. Ja, toll, jetzt fliegt er einfach so fröhlich immer. Das ist jetzt groß warten. Auf ihn! Moment, warum startet Beta nicht? Ah, oh, ich hab Beta nicht drin. Und ich hab eine Strahlbandüberladung 3. Oh, ich hab jetzt auch schon zwei BOs mit Beam Overload 3 bekommen. Oh, ich hab gerade ein Problem, ich hab nur hinten die Waffen drin. Mein Held. Da musste ich rumdrehen. Ja, dann nicht rückwärts fliegen, ne? Ja. Jetzt muss ich mal kurz aus dem roten Alarm raus. Aber ich, wie gesagt, ich habe Auto-Dual-Kanonen drin in dem Ding hier. Das ist ein bisschen. Ach, ich habe hier Flottenstrahlenbänke drin. Wie viele Bonde? Flotten, da musst du wieder angehen. Boah, was eine Explosion. Ich greife hier schon mal den nächsten an. War das vorher war noch. Achso, wir sind ja jetzt ein volles Team. Ich wollte gerade sagen, hier sind doch normalerweise keine Dreadnoughts. Ja, aber wenn ein volles Team ist, sind immer Dreadnoughts. Ja. Wir können ja dann mal danach den Kobayashi Maru Test Tie-End machen. Mit 25 Undinen-Schlachtschiffen. Leck, das ruckelt da garantiert wieder, wa? Okay, stimmt. Das weiß ich jetzt nicht. Ey, der haut ab! Der haut ab! Ich sehe mein Schiff nicht mehr. Ich muss also jetzt erst mal ein bisschen. Hast du hier keine Waffen drin gehabt? Hast du kein Schiff mehr oder wie? Nee, ich musste jetzt vor allem mal irgendwie hier gerade mit dem Ausrüsten, hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt hat er nur noch die Waffen und das Schiff. Nee, ich habe jetzt ein bisschen viele bunte Smarties jetzt drin. Also, Ich scanne mal die Anomalie. Christbaumbeleuchtung. Nee, ich habe eigentlich. Ich kann mal doch hier die Waffen von anderen Schiffen auswählen noch. Ja. Aber ich konnte nur vier von den S7 auswählen. Deswegen. Oh, ich brenne! Ich brenne! Ich mag das Schiff. Hilfe! Ich brenne! Das Fick-E-Schiff habe ich ja auch. Oh, Hydrazingas. Ja. Sowas. Mein Hintern brennt! Hast du wieder zu viel Chili gefressen? Chili gegessen. Ich stürme der Weimar vor. Ui, ja, da hat er es wieder eilig. Ja. Ist das immer der da? Ah, der, wir haben doch keine Zeit! Niemals. Außerdem habe ich schon ewig nicht mehr mit dem Schiff geflogen. Das will ich jetzt richtig genießen und wirklich mich in die Schlacht stürzen und yay! Aber ich muss sagen, das ist ziemlich wendig, der Kahn. Mittlerweile sind wir übrigens 11 Leute im TeamSpeak. Oh. Hey. Hallo an die alle dazugekommen. Und das ist ein Livestream, also. Wie viele? Habt ihr auch alle eure Kreuzerfähigkeiten aktiviert? Ja. Ich hab natürlich. Ich ja keinen Kreuzer. Klick, 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 klick. Musst du noch was aktivieren? Nein. Niemals. Oh, aber wisst ihr was, da ich glaube, dass wir alle auf Waffen haben, mach ich mal hier einen auf Wendegeschwindigkeit. Das sind wir noch schneller und noch wendiger. Ja! Das haben wir Waffen, Schilder und Wendegeschwindigkeit. Aga? Ja? Mach sie kaputt. Tut ihm weh! Moment mal, die Stimme kommt mir bekannt vor. Wer ist das? Rudin. Ah, kein Wunder, dass mir die Stimme bekannt vorkommt. Oh, ich habe Auszeichnung erhalten. Den Typen kriegt man einfach nicht mehr aus dem Kopf, das ist schrecklich. Ah ja, was mir da gerade einfällt, Suran. Ja, ich habe einen neuen, also neuen ist in unserer Foundry-Gruppe, der hört sich so ähnlich an wie du von der Stimme her. Genauso sexy wie ich, genauso erotisch. Ja. Wer? Und du? Wieso Rando wie ich? Radisch! Radisch! Praline! Praline! Radi! Praline! Wie Suran oder wie ich? Wie Suran. Wie ich. Hast du doch gesagt. Achso, na, weil viele sagen, wir klingen gleich. Nein, was, also wir? Du hast noch eine tiefere Stimme. Ihr seid Suchan doch gelohnt. Genau, ja, John, deine ist viel männlicher. Ja, das ist normal. Meine ist viel, ja, wie ist meine eigentlich? Männlicher. Minimal höher. Was trinken echte Männer? Milch. Die Sensoren empfangen ungewöhnliche Energiesignaturen in der Nähe des Ausgangs des Wurmlochs. Es ist eine Frequenz von der Sternflotte, die von der Sternflotte verwendet wird. Es könnte sich um die Rapier handeln. Yay. Hui.
So, Banki hat gerade geschrieben, wenn ihr mit dem Schießen gerade beschäftigt seid, könnt ihr mal erzählen, wie ihr auf euren Namen gekommen seid. Hey. Charaktername. Ich denke mal, dass er unsere Händelnamen meint. Also die Namen, unter denen wir bekannt sind, nehme ich mal an. Ja, so, mein Händelnamen ist Marco83, ist nicht sehr einfallsreich. Nee, das ist nicht sehr einfallsreich. Polo. Ja, ich bin aber drauf gekommen, weil ich so heiße. Ja. Das ist unglaublich kreativ. Logisch. Ja. Also, ja, und bei mir dann würde ich sagen, wie wär's mit Suran? Das ist ein Nickname. Wie bist du denn darauf gekommen? Achso, bei mir, was? Wie ich auf Suran gekommen bin. So, ja. Ich hatte mal einen klingonischen Charakter in STO erstellt und habe vorher nach klingonischen Namen gegoogelt. Und da gab es einen, der hat mir gefallen, weil er auch kurz und einfach zu merken war. Das war Suran, also zwischen den A und R noch so ein Apostroph drin. Suran. Und der hat mir einfach gefallen und den habe ich dann auch mal bei anderen Spielen anwenden wollen. Da ging halt namentechnisch dieses Apostroph nicht. Und dadurch wurde der Name halt ohne Apostroph, dann kürzer und einfach nur Suran. Ja, ich habe die Rapier gefunden. Admiral, ja, es auch. Ist die Rapier. Und anscheinend wurde sie von Chemada gekapert. Wenn wir an Bord der Rapier gehen, müssen wir erst die Schiffe der Chemada eliminieren. Sonst schicken sie noch Verstärkung und greifen die Rapier an, während wir uns an Bord befinden. Da würde ich sagen, müssen wir sie kaputt machen. Ja. Eliminieren. Wir löschen. Moment, Schlappen drauf. Ja, Timera, wie bist du denn auf deinen Namen gekommen? Genau. Das war eigentlich die Frage wahrscheinlich von dem Zuschauer. Ja. Ich glaube, die habe ich schon mal beantwortet. Aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Als ob ich deine Streams gucken würde. Ja, also. Ich bin Leser von diversen Fantasy. Ich habe früher eine Fantasy-Reihe sehr, sehr gern gelesen. Und zwar ist das die Saga vom ewigen Helden von Michael Moorcock. Der hat mehrere Bücher geschrieben, die sich alle um den ewigen Helden drehen. Einmal zum Beispiel das Buch Elric von Melanie Bonnet, dann gibt es das Buch Corum oder auch Der ewige Held, das Buch gibt es auch. Oder Hawkmoon. Und das sind im Grunde genommen sind das alles ein und dieselbe Person in diesem Multiversum, nur in anderen Inkarnationen. Und zum ewigen Helden gehört auch quasi immer der ewige Sidekick. So wie zu Batman immer Robin dazu gehört. Und in dem Buch Corum, heißt der Sidekick Jari Akonel. Allerdings ist Jari Akonel auch, ja, sag ich mal, öfters mal wiedergeboren in anderen Inkarnationen und anderen Personen. Und, sprich, die kriegt man einfach nicht kaputt. Als er dann mal vor einen Gott tritt, irgendwie so ein böser Schwertgott, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, jedenfalls wird er von dem dann erkannt als dieser ewige Sidekick oder der ewige Held, Heldenhelfer. Und er nennt ihn aber nicht Jari Akonel, wie er in der aktuellen Inkarnation heißt, sondern er nennt ihn Timeras. Er erkennt ihn als Timeras wieder. Und das war's schon. Das wird nur einmal kurz in diesem Buch erwähnt und ich fand den Namen so cool und hab gedacht, oh geil, den nehme ich einfach mal. Ja, und gerade weil es sonst nirgendwo anders vorkommt, ist der Name eigentlich immer frei. Mhm. Kennst du How I Met Your Mother? Wer kennt nicht How I Met Your Mother? Genau. Die Erzählung hat waren mindestens genauso viele Staffeln. Ich beam mal derweil auf die Barapier. Ich muss ja ein bisschen aussuchen. Vor allen Dingen kann ich das sehr empfehlen, diese Buchreihe. Ja, von wir sollten erstmal hier die Texte lesen, bevor wir runterbeamen. Ups. Die Schutzschilde der Rapier sind hochgefahren und sie antwortet nicht auf Rufe, Admiral. Wenn wir die Transporter auf die Schutzschildfrequenz umkonfigurieren, welche die Sternflotte für die Rapier aufgezeichnet hat, dann können wir ein Außenteam durch die Schilde beamen. Das Außenteam wartet auf ihren Befehl zum Transport, Sir. Ja, dann Energie. Ui. Energie. Aga, wie bist du denn auf deinen Namen gekommen? Also, da muss ich auch wieder ausholen. Ich habe mit 13 angefangen, Geschichten zu schreiben. Hab dabei auch mir einen Charakter ausgedacht, der Agavan hieß. Eben elbisch für blutbefleckt. Und hab in diesen Charakter ziemlich viel von mir selber reingemacht, wie man das als Pubertierender macht, der da irgendwas schreibt. Und hab dann irgendwann im Internet einen Namen gebraucht, hab den dann genommen. Und seitdem im Internet in bestimmt 5000 Foren und so weiter heiße ich Agavan Kran und überall, wo ich aktiv bin. So, das möchte ich gern vorlesen. Okay. Weil ich habe ein Wort gelesen, das muss einfach sein jetzt. Lebensform. Verschiedene Lebensformen. Mindestens zwei Druck Chemata Lebensform. Wir müssen vorsichtig sein. Lebensform. So, vorsetzen. So, ich habe schon mal auf meine Kampfuniform gewechselt. Ich streiche noch schnell einen Dribbel. Ich beglücke meinen wenigen Timeras. Dann kann ich ja wieder aufwachen, ne? Oh. Genau. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Don. Ja. Was? Und du wolltest doch lesen. Achso, hast du, ja. Ja, mein Fehler. Wie kommt Don auf Don? Don auf Don? Eigentlich ganz einfach. Ich habe ja ein paar so Backup-Namen immer.
Da ist ja ein Fü dabei, da ist ein Don dabei, da ist auch ein Onkel Don dabei. Manchmal ist es sogar ein Don Fü oder Fondue, je nachdem. Fondue? Manchmal ist es auch Fondue. Ja. Und ja, das ist halt einfach einer von den Backup-Namen. Ich habe das halt so ein paar verschiedene, weil manche sind dann mal belegt. Und ja, das war eigentlich schon alles. Also. Und ich habe halt auch einen entsprechenden Satz Kleidung für einen Don. Daher kommt dann auch der Hut im Bildchen. Hey, yo. Also, ja. Das war's eigentlich schon. Keine besondere Geschichte. Mensch, wie unspektakulär, ja. Hier. Richtig. Ich weiß, echt. Also die Zuschauer mal sehr entspannt, da müssen sie sich nicht ewige Geschichten anhören, ne? Oh, Timera sieht aus wie ein Klingone. Wie siehst du aus? Ich will auch aussehen wie ein Klingone. Wie machst du das? Geil, ne? Alter. Ja, das kann Klingone. Ich auch machen. Ich muss bloß zum Schneider. Nee, ich kann auch. Plopp. Hallo, ich bin Wechselbalk. Aha, ich bin verwirrt. Seid ihr schon weitergegangen? Nein. Nö. Achso, jetzt. So, kann nimm dies! Bam, nein, nimm das. Haha. Hat doch nicht viel Schaden gemacht. Alter, was machst denn du da? Ach, siehste, da wird auch noch gefragt, Rodin, du bist ja auch da. Wie bist du denn auf deinen Namen gekommen? Mein Name Rodin? Normalerweise bin ich drauf gekommen, weil meine Eltern haben mal eine Ahnforschung so bekommen. Und da wurde halt der Name, also der Nachname eben Ursprung, und das war Rodingus. Und da habe ich das abgeleitet. Mittlerweile habe ich aber, wie gesagt, rausgefunden, dass das wohl irgendwie damalige Forschung wohl ein bisschen schlampig wohl heutzutage gemacht wurde, aber das wurde, wie gesagt, in den 90ern oder was weiß ich, wo das gemacht wurde. Ja, und daher habe ich meinen Nachnamen, also Rodin, einfach nur abgeleitet von Rodingus. Und wir haben einen Pop-Up-Dialog bekommen. Ja, Pop-Ups. Ich wusste, die Sternenflotte würde uns nicht vergessen. Wir haben hier eine Menge guter Leute verloren. Der Rest von uns ist aus den Arrestzellen ausgebrochen und hat versucht, das Schiff zurückzuerobern. Aber wir wurden mit den Jammer da einfach nicht fertig. Wir nehmen ihre Waffen an uns und beginnen, einen so großen Bereich wie möglich abzusichern. Brauchen noch immer ihre Hilfe. Sämtliche Kommandocodes der Rapier wurden von den Jammer da geändert. Wir wurden von allen wichtigen Funktionen ausgeschlossen. Was los? Was schluckt ihr? Oh, er hängt. Ganz toll. Ganz, ganz großes Kino. Ja. Mach mal /unstuck, also UNSTUCK. Ach shit, zu weit weg. Das hat fast das nächste. Fast das nächste. Jetzt hätte ich aber gelacht, wenn du jetzt da drin hängen geblieben wärst. Ja. Also, weiter geht's. Der Worter, der die Enter-Kommandos anführte, nahm Reis aus, als er hörte, dass sie kommen. Er ist der einzige Worte auf dem Schiff, also muss er derjenige sein, der die Kommandocodes hat. Sie müssen ihn finden und betäuben, bevor er sein Terminationsimplantat verwenden kann. Dann besorgen sie sich die Codes und begeben sich auf die Brücke. Okay. Wer ist denn wieder vorgerannt? Ha, 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 ha. Also ganz vorne steht der Martin. Ja. Martin, böses Martin. Martin. Da gab es doch mal so ein Lied. Ja, genau, Martin, genau. Der Martin, ne? Genau. Ja. Mit meinem Rentierpulli. Ja, möge in Frieden ruhen, der Dieter Krebs. Ja. Das ist, glaube ich, sogar an Krebs gestorben, oder? War das nicht so? Ja. Nee, was ist jetzt. Ja, das ist echt Ironie, muss man wirklich sagen. Ja. So schlimm es auch klingt, aber wer stirbt heutzutage schon nicht an Krebs, ne? Das ist echt heftig. Ja. Ich denke mal, also wenn wir irgendwann mal den Krebs auslöschen, dann, weil wir Krebs gegen ihn verwenden. Ja. Ups, ich glaube, ich habe gerade die Dialoge durchgeklickt.